Ja, auch wenn die Frage nach einem Beispiel für eine pauschalisierte Unterstützungskasse gestellt wird. Man kann einem Unternehmer natürlich eine Hochrechnung geben, man kann eine Konzeptionsberechnung geben als Muster. Hier geht man vom Musterfall aus, wir gehen meistens irgendwo bei nicht zu jungen Unternehmen von 40 Jahren aus, dass man in der Regel ja nicht zu positiv, ist, und man geht von einem Unternehmen aus mit einem durchschnittlichen Verdienst, mit einer Mitarbeiterzahl von 20, 50, 100, je nachdem welche Größenordnung. Und dann geht es einfach darum, dass man den Unternehmer mal die Wirkweise zeigt. Aber die Wirkweise zeichnet betriebswirtschaftlich aus. Die Wirkweise ist viel einfacher. Wir haben es heute Vormittag dargestellt. Die Wirkweise, Entgelt bleibt im Unternehmen, wird verzinst und der Mitarbeiter bekommt es irgendwann als Rente oder als Kapital. Der Unternehmer nimmt auf den Zins Einfluss, der Unternehmer nimmt auf die Rentenfaktoren Einfluss. Das wird wirklich so gerechnet, dass sich der Unternehmer wohl fühlt. So wird das System gestaltet und so wird es auch rechtlich dann umgesetzt. Und alles andere ist eine Konzeptionsberechnung. Und eine Musterberechnung kann nur ganz grobe Anhaltspunkte liefern. Ich sollte immer für das jeweilige Unternehmen eine Berechnung machen. Immer für die eigene Altersstruktur. Immer unter Zugrundelegung der Daten, die man glaubt, die für das Unternehmen richtig sind. Die Gehaltsdaten, wo man glaubt, die Mitarbeiter wandeln 100 oder 150 Euro um. Die echten Geburtsdaten. Die ganzen Parameter, wie verzinse ich, welchen Zuschuss gebe ich obendrauf und so weiter. Aber immer als Worst-Case-Szenario, immer ohne Fluktuation, immer möglichst mit einem Aussterbenversorgungswerk, immer möglichst mit Renten. Die Kapitalabfindung ist in der Regel wesentlich einfacher, es ist auch wesentlich uninteressanter für den Unternehmer durch den Kapitalabfluss. Das sind für mich die ganzen wichtigen Punkte. Ich habe Ihnen in der Xing-Gruppe mal ein paar Parameter zusammengestellt. Drucken Sie das einfach aus, schauen Sie es an. Das sind für mich die wichtigen Punkte. Und dann soll der Berechnung einfach durchgerechnet sein bis zum Schluss. Von rechts nach links nachvollziehbar und vom ersten bis zur letzten Zahl nachvollziehbar. Nicht ein paar Eckdaten, nicht bloß eine Zusammenfassung von irgendwelchen Daten, die man nicht herleiten, die man nicht nachvollziehen kann, sondern wirklich einschließlich aller steuerlichen Parameter. Worst Case durchgerechnet, wie könnte es sein, wenn ich das einrichte, das Versorgungswerk gleich schließe. Und das ist das, was ein Unternehmer auf jeden Fall haben sollte, was sich ein Unternehmer immer machen lassen sollte. Ohne dem, auch wenn es sich noch so sicher ist vom Betriebswirtschaften, sollte nie eine Entscheidung getroffen werden. Aber reine theoretische Rechnung, ja, die kann im einen Unternehmen treffen, im anderen kann es nicht treffen, die ist wirklich nur pauschal. Und es gibt hier wirklich in der Komplexität zu viele Stellschrauben, wo ein Unternehmen ganz anders aussehen kann als das andere. Wenn es mal läuft, lauter junge Mitarbeiter zukommen, rechnen Sie es immer wieder besser. Aber der Anfang, der sollte genau kalkuliert und berechnet werden. Das ist das, wenn ich mal das Wort höre, Beispiel für eine pauschal notierte.